Hallo Briefkasten. Boah. Ja, da geht sie weg. Ach so. Wie nennt man einen gewalttätigen Schafhirten? Mähdrescher. Oh je. Wie nennt man einen gewalttätigen was? Schafhirten? Mähdrescher. Oh Gott, ist der böse. Ja, das ist ein Bauer, müsste die gefallen dir, ne? Das ist grün und sitzt am Klo und Kaktus. Alles. Boah! Ich geh! Oh no! Ja, man muss schon aufpassen, von wem die Witze kommen, ne? Ja. So. Das hier müsste, glaube ich, der letzte verbleibende Schrein sein, außer halt dem anderen. Was ist klein, grün und dreieckig? Philly? Ein kleines grünes Dreieck. Ach so. Jetzt fehlt noch Sasukosa. Also die Feuerschale habe ich entzündet. Mhm. Jetzt fehlt nur noch Ronakata. Ja. Das ist dieses Spezialding, wo man so viel machen muss. Wenn man die Issues anschaut, 119 von 120 sind angehakt. Problem. So, jetzt kann ich anfangen mit den Schreien lösen, ne? Ja. Ich wünschte, du würdest deine Programme auch so schnell beheben. Keine Fehler im Programm. Ich habe keine Fehler im Programm. Also ja, ich behebe sie so schnell, weil sie gar nicht erst da sind. So, Anton. Was ist klein, grün und dreieckig? Ein kleines grünes Dreieck. Ja, genau. Schön. Ein Ei sieht ein anderes Ei und fragt, warum bist du so behaart? Erwidert dieses, halt die Backen. Was? Ich bin eine Kiwi. Wow. Oh, die nächste Kraftprobe. Das ist ja praktisch. Ich will eigentlich nichts ver... Die sind alle zu gut für die Viecher, ey. Mein Schwert schon wieder active? Hm. Nee, ne? Nee, die werden hier drin aktiviert, scheinbar. Achso, ja, dann kriegt er jetzt... Was ist gelb und kann fliegen, eine Fanale. Alter. So. Na, wie ist denn das Wetter heute? Caps Lock. Shift ohne Ende. Ja, ist gut. Hm. Aber wie ging der Witz da noch einmal mit dem Igel? Ich wusste, du würdest mich attackieren. Das Bau eines Gamers. Subjekt, Prädikat, Beleidigung. Achso, Autsch, was ist ein Igel in einer Kondomfabrik? Eine Kinderüberraschung. Eine was? Ein Igel in einer Kondomfabrik. Eine Kinderüberraschung. Boah! Das war das mit dem Igel. Zwar nicht jugendfrei, aber ich glaube, das passt noch einfach zum Niveau. Einfach mal abschalten und die Ruhe genießen, Jochen. 55. Pflege auf der Intensivstation. Boah, das ist ja auch böse. Kurt hat keine Arme und keine Beine, klopf, klopf. Wer ist dort? Als ob du jetzt schon wieder active bist. Sowas kann ich auch antun. Achso, das kannst du auch gut, Boggy. Dann hau mal raus. Der Story muss nur noch den Kopf schütteln. Kurt hat keine Arme und Beine, klopf, klopf, wer ist dort? Bestimmt nicht Kurt. Sorry, mein Bester, aber das... Aber das geht schon in Richtung schwarzer Humor. Nee, gar nicht. Warum ist... Ach, jetzt macht er den hier. ...gerne Schwangere. Wegen der Kinderüberraschung der Extraportion... Oh, der ist mies, Borgi, der ist mies. Eine Wächterpflanze plus, die habe ich noch gar nicht. Meine Oma ist jetzt Türsteher. Wir nennen sie Hildegard. Welche Taste drückt ein Pirat? Die Enter-Taste. Boah, Borgi, boah. Ah. Klopf, klopf, wer ist doch bestimmt nicht Kurt. Wie gesagt, das geht jetzt langsam in die schwarze Humorecke. Nee, gar nicht. So. Dich kann ich liegen lassen, weil du bist es eh nicht wert. Ja, und die Wächterlanze auch. Ja, wahrscheinlich. So, dann habe ich die beide auch noch fotografiert. Das machst du super. Ich bin der Beste im Supersein. Moderne Zeiten. Ich glaube, Superman ist besser. Bitte spring nicht. Hol die Kamera raus. Jetzt kannst du springen. den kenne ich sogar irgendwoher. Ein Königsschwert. Königsschwert war ein Einhänder, oder? Königsschwert war zwei...
Nein, war ein normaler Einhänder. Na dann, keine Ahnung, nimm den, das Streichholz weg. Was ist das Lieblingselement eines Für diesen Meteorstab. Das Welchen? Den da. Ja, welchen meinst du, den da? Den Feuerstab. Feuer, ach so. Zauberstab, Meteorstab. Ja, stimmt, der ist schon ziemlich lächerlich. Ich brauch den eh nicht, ne? Ne. Also von den Stäben ist der Eiszauberstab am besten, weil wenn du eine Aufgabe an der Tacke machst. Naja, wenn du ihn auflädst, den Eisstab, der ist dann geil. Echt, den kannst du aufladen? Die kannst du aufladen, ja. Boah, alle Stäbe. Krass. Will ich erstmal ausprobieren. Leergut. Wie nennen? Wie nennen Kannibale Skelette? Leergut. Der gerade ins Gefängnis gekommen ist. Nie einen Satz zu Ende sprechen wird. Das ist nicht die Waffe, die ich ausrüsten möchte. Ich möchte ja also schon herzzerreißend, dass mein stotternder Bruder gerade ins Gefängnis gekommen ist. Nie ein Satz zu Ende gesprochen wird. Meine Oma geht neuerdings in die Sauna. Holy shit! Es ist übrigens nicht wichtig, wie lange du den Kreis auflädst. Einfach nur. Die bleiben ganz schön lange da. Also, Hauptsache, du drehst dich an der Stelle. Aber die verbrauchen sich dadurch auch ein bisschen schneller. Ja, logisch. Ja, dann kann ich ihn ja kaputt machen, wenn ich ihn eh nicht mehr benutze. Na. Ja, du merkst schon. Zack. Ja, jetzt hat. Also dreimal mehr auch nicht. Ach, mehr nicht? Nee, mehr nicht. Schade. Alter. Was ist das Lieblingsgericht eines Richters Amtsgericht? Amtsgericht? Oh, hör mir auf, ey. Okay, dann her mit dem Königsschwert. Und wie gesagt, das Eisteil, das macht halt eine riesige Eishülle. Die Polizei hat vom Räuber über 3200. Leergut, boah. Feli, der ist böse. Der ist echt böse, Feli. So. Hol mir was zu trinken, bitte. Fragt der eine den anderen ich esse auch das Twix. Zeichnung aus. Sagt der eine, mein Bruder brauchte 2 Jahre für die Radierungen. Sagt der andere, mein Bruder ist Buchhalter und bekam für Radierungen 2 Jahre. Bitte? Was möchtest du denn? Ich kann die Spezie anbieten, Sprite, Wasser. Ich nehme Sprite, also... Eine, was ist das? Libella, glaube ich, ne? Ja. So, das war jetzt, sorry, ich habe eine Spezie rausgeholt. Gut gemacht, Anton. Gut gemacht, weiter so. Ich sollte nicht an der Bar arbeiten. Ja, du solltest wirklich nicht an einer Bar arbeiten. Das wäre ungünstig, weil es funktioniert eh nicht. So. Ich habe vor Jahren einen. Ja, vielleicht lerne ich an der Bar einen Barbarer kennen. Der ist gut. Oh mein Gott, den musst du lesen. Der ist so gut. Welcher? Der letzte. Ich habe einen Bumerang weggeschmissen. Jetzt lebe ich in ständiger Angst. Der ist genial. Ja, aber da kenne ich auch einen passenden Witz. Warte. Oh, wie ging der? In welchem Land kehrt ein Bumerang nie zurück? Alter, in Polen. Bitte was? In welchem Land kehrt ein Bumerang nie zurück? In Polen. Ja. Bescheuert. So, Haltbarkeit. Oh, der ist haltbar. Was ist das? Das ist ein Klatsch. A und ein und A Klatsch. Der Fall aus einem 1 Meter und 10 Meter. 10 Meter Haus oder 10er Stock höchstens, aber kein 10 Meter Stock. Warum trinken Mäuse keinen Alkohol? Weil sie Angst vorm Kater haben. Jetzt sind die wirklich. Jetzt sind die wirklich böse. Oh, er hat kein Schild. Ja, so ein schlechter Witzestream wäre doch mal was. Ey Junge, halt! 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 Hallo! So. Oh, warte, dafür brauche ich keinen Flaschenöffner. Achso, hier brauche ich das Magnetmodul, das sollte ich vielleicht mal aktivieren. Was sagt der Wurm zur Forelle mitgegangen mit der Tat? Was ist braun? Der Hahn hat eine Sonnenbrille auf. Eine Kokosnuss im Urlaub. Was sagt der Wurm zur Forelle? Mitgegangen, mitgefangen. Das stimmt. Oh. Huh. Okay, da war ich zu weit weg. Mist, ey. Ah, Mann, warum dreht er immer rum? Schlimm. Boing.
Ja, ich wollte doch springen. Ich hau die ganze Zeit hier drauf und er so, ja, nee, ich bin dumm. Ja, er hätte sich vorher nicht umbringen so, umdrehen sollen, nicht umbringen. Ich bin wieder, Alter, ey. Ja, du musst ihn schon anschauen, dass du einen Rückwärtssalto machst. Ja, ich weiß. Ich mag die Steuerung in dem Spiel einfach nicht. Ja, die Mimik geht jetzt besser, ne? Ja. Fragt der Friseur, was so. Oh. Der ist mies. Ein Typ kommt zu, mit sehr fettigen Haaren kommt zum Friseur. Fragt der Friseur, was darf sein? Haarschnitt oder Ölwechsel? Du könntest es auch versuchen mit Schildblock, ne? Ja, möglich. Okay, ich höre auf. Okay, Feli will aufhören. Entweder sie findet keine weiteren Witze mehr, die gut sind, oder sie möchte wirklich aufhören. Du drehst in die falsche Richtung. Mach ruhig weiter. Verdammt. Komm, den machst du doch schon fertig. Ja, ja. Ich bin gesprungen. Ja, aber viel zu spät. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich schon. Nein. So. Nein. Mach weiter, Felix. Wir alle jetzt seit Felix Witze hören möchten. Verdammt, zu früh. Ja, den Sperr kannst du am leichtesten ausweichen. Zu früh. Bist du unzufrieden? So, jetzt. Ach, Herzeller. Mach ruhig weiter, Felix. Ich bin mehr als bereit für alles, okay, was du mir hier bieten möchtest. Okay, der Witz von Aktor ist jetzt halt gut. Bist du unzufrieden, bist du einsam? Keine Sorge, im Kühlschrank bringt nun mal ein Licht für dich. Oh, schön. Verdammt, ich dachte, ich komme noch weg. So, jetzt machst du den Spaß. Finally. Nee, machst du nicht. Verdammt. So, gut. Aber Snape kann auch gute Witze. Aber Snape kann auch gute Witze. Snape? Snape? Severus Snape? Oh, warum verwendest du die Einhänder? Das sind doch die besten Waffen. Das ist ein Einhänder. Eine Waffe, die du mit einer Hand halten kannst? Ja, tue ich doch. Achso, warte, der ist ja gar nicht mehr so weit. Ich frage ja, wieso verwendest du die Einhänder? Die sind doch die besten Waffen. Ja, ich kann auch mal zwei Händer nehmen. Den da zum Beispiel. Warum hat sich der Bankräuber kurz bevor er die Bank überfallen? Verdammt! Er wollte das Ding sauber durchziehen. Gut, der ist gut. So, okay. Was? Oh, das Ding sauber durchziehen. Alter! Da hast du gedacht, du erwischst mich, aber ich hau dich einmal mehr und hau dich dann nochmal mehr. Du haust ihn viermal mehr, übrigens. Ja, weil ich es kann. Macht er jetzt schon? Ja, macht er. Mal vorhin. Eins. Sir. Er stellt sich zum Schirm hin und wartet. Sie ist zerbrochen, wie unhöflich von der. Oh, die Schuppenlanze. 10 Punkte für Flüterin. Sylterin? Theoretisch könntest du wahrscheinlich einfach auch die Dinger blocken, ne? Ja. Aber dann müsstest du 4 perfekte Blocks gleichzeitig hinbekommen. Ja, oder den ersten direkt so schaffen, dass er kaputt geht. Kriegt. So. So. Easy. So, wie viele Potters braucht man eine Glühbirne zu werden? 1, stellt sich. Warte, bis die Welt sich irgendwie mit den Dreh. Oh ja. Ich muss stehen, mein Testament bereits 2-mal ändern. Oh! Ja, okay, den kenne ich, der ist gut. Der ist schon immer gut gewesen. Okay. Ja, nimm die Waldwurflanze weg. Ich weiß nicht, wie stark das Wächterschwert plus plus ist. Ja, auch ist so eins, ja. Ja, bei schwieriger Prüfung hast du nur die plus plus Sachen. 2-mal Wächterschwert Waldwurf. Muss sich lohnen. Kann ich weit werfen. Gut, ja, okay, aber eine Reihe Lanze reicht halt auch, ne? Ja. Stimmt schon. Wobei ich eigentlich fast eher so ein Teil wegwerfen sollte. Ja, du kannst dich auch kaputt hauen. Ja, will ich ja nicht. Bin gerade halt Weil die Lanze, die am Boden liegt, ist eigentlich nur 20 Angriffspunkte. Ja, ja, natürlich. Da habe ich halt alles. Ja, okay, ich brauche sie nicht. Ich habe mit meinem Hund Frisbee gespielt. Hab mir das irgendwie anders vorgestellt. Oh! Ich wohl einen flacheren Hund. Oh! Scheiße. Oh! 1 auf 4. Oh, dann muss ich ja nicht mehr was wegschmeißen dafür. Das ist schön.
Aber wenn du mal aus dem Schrein draußen bist, rüst du mal das Masterschwert aus. Wieso? Rüst du das einfach mal aus. Ob es sich auflädt oder was, oder aufgeladen ist. Ich möchte dir was zeigen. Oh. Wobei, ich hab's ja auch schon einmal gesagt, aber... Da ging nur die Mailbox ran. Oh, Fili, der ist auch gut. Armer Hund. Der ist gut. Der von Michi. Alter. Also drückst du mal das Masterschwert aus. Erstmal und sorg dafür, dass du warm angezogen bist. So. Jetzt Masterschwert ausrüsten. Und jetzt drück mal die Wuff-Taste. Falsche Taste. Und loslassen. Ah, cool. Habe ich jetzt zwar schon einmal gesagt, aber... Ja. Dass du dir das mal auch austestest. Das ist ja schön. Aber okay. Geht nur mit einer vollen Herzleiste, ne? Ah, okay. Papi, was ist ein Alkoholiker? Siehst du die vier Bäume da? Ja, den kenne ich, der ist mies. Ein Alkoholiker würde 8 Bäume sehen, aber Papi, dort stehen doch nur 2 Bäume. Ich habe schon mehr gelacht. Um ehrlich zu sein. Ja, wie gesagt, ich habe mit meiner Schwester ein Lachflash bekommen, als ich das mir ihr mit der Waschmaschine gezeigt habe. Hä, da schmeckt das ja voll nach Waschpulver. Was macht ein Stück Alter. In der Ecke des Schranks? Es versteckt sich. Es versteckt sich, Alter. So, was ist denn jetzt hier die Prüfung? Okay, irgendwas anderes. Oh Gott, Wind. Die verborgene rote Wand. Dann machen wir es über den PC. Sie, ich mach Schluss mit dir. Er, aber warum? Sie, war ein Witz. Er, ach so. Gott, was, dann machen wir es über den PC. Wir haben uns doch wirklich lieb. Was willst du über den PC machen? Sie, ich glaube, Philly wird die Ding, wird sie so über den PC ein, kopieren, weil sie über dem Handy anstrengend ist. Ach so. Der Klügere gibt nach. Egal wie viele CDs Wenz hatte Mercedes. Oh je, Mini. Jetzt muss ich da noch timen oder was? Nöp. Uff. Und ich glaube auch noch da hochrennen, deswegen kannst du dich einfach so da reinwerfen. Wieso wo hochrennen? Du musst da hoch. Ach so. Deswegen kannst du der Kugel nicht einfach in das Loch da reinwerfen. Ach so, da haben sie wieder mitgedacht, oder was? Ja, ja. Ne. Von der Höhe her kann ich ja nicht einfach das Metallding nehmen. Und du meinst, ich muss mich hier draufstellen. Und das hier ist dann die verborgene rote Wand, oder was? Ja, es wird noch eine andere rote Wand geben. So. Warum stürzt eine Mauer ein, wenn sich crap? Verdammt. Und öffnet eine Notiz. Hallo, mein Name ist Tom Riddle. Wie ich sehe, hast du mein altes Nokia gefunden. Viel Spaß beim Versuch, dich auch kurz zu zerstören. Mein böse. Mal war mit 18. Die hat mehr CDs. Alter. Eine ältere Dame zu der anderen. Mein erstes Mal war mit 18, die andere so. Mein erstes Mal war nur mit einem. Oh, fast. Eine Nase. Eine Nase. Böse. Die sind alle sehr böse. So. Also, ich stelle mir jetzt. Du solltest hier vielleicht darauf achten, wie der sich bewegt. Ich glaube. Jetzt hat er. Also. Hättest vielleicht noch eine Sekunde warten müssen, aber ja. Du musst halt auf jeden Fall schauen, dass du halt. Okay. Den richtigen Zeitpunkt erwischt hast. Das war genau der falsche. Genau. Komm ich eigentlich an die Kiste da oben? Weiß ich nicht, indem du dorthin gehst, vielleicht. Ach so, danke. Oh ja, okay, das ergibt Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Ding einen hochkatapultiert und man dann fliegen muss. Ich denke, das ist nur ein normaler Aufzug. So funktionierte der DDR-Kompass.
Man legt eine Banane wie soll ich denn sonst auf die Mauer und dort, wo sie abgebissen wurde, ist Osten. Scheiße. Der ist mies. Böse. Und? Ah, nein. Schade. Knapp. Aber du machst Fortschritte. Und du sagst, ich soll da jetzt einfach hoch. Wie soll ich denn da hochkommen? Was wir sagen, nicht Kugle, sondern Kran hier. Granger. Was stehst du hier, Hermine? Okay, das dauert ein bisschen bei Strui. Der ist mir zu blöd. Gerade aufgefallen, dass ihr WLAN Internet heißt. Internet. Oh, das war genau der falsche Zeitpunkt. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ja. Oh! Fuck. Moment. Geht das überhaupt? Fährt der voll rein? Ja. Ja. Das würde ja keinen Sinn machen. Ja, ich weiß ja nicht. Könnte ja auch sein, dass der mich verarscht. Verdammt. Bin leider in den falschen Bus eingestiegen. Ach, was soll's. Bin dann eben auf Klassenfahrt nach Budapest. Was? Okay. Oh, ich glaube, das war zu früh. Ha! Niemals! So, und jetzt? Ich könnte mir vorstellen, dass er mich jetzt hochkatapultiert, nicht fliegen muss. Meine Oma kann nicht mehr aufhören zu singen. Sie hat wohl den Chor-Oma-Virus. Den Chor-Oma-Virus. Boah! Er ist gut. Boah! Okay, also hier komme ich. Wie komme ich an diese Schatztruhe ran? Ja, die Aufgabe heißt komische rote Wand. Mit was schaffst du, dass die Wände rot leuchten? Oh je, ey. Das ist ja bescheuert. Das ist ja echt bescheuert. Das hat einfach nichts damit zu tun. Ich habe meinen neuen Freund in seiner Wohnung besucht. Er sagte, ich solle mich fühlen wie... Ja, okay, den kannte ich schon. Habe ihn dann rausgeschmissen. Den kannte ich schon. Den bringt Anton auch immer. Das stimmt. AC würde den Streamt lieben Kappa. Hä? Konkurrenz zu befürchten. Im Internet. Dort sind lauter Links. AC würde den Stream so unfassbar... Ja. Ja, sie mag ja keine schlechten Witze. Das sind lauter Links. Boah. Boah. Feli, wolltest du nicht in die Haier gehen und schlafen oder sowas? Ich weiß schon. In die Haier um 9:30? Ja. XD. Hä, warum kann ich den rausziehen? Was? Warum hat Zelda sich einen neuen Laptop mit integriertem Modem bestellt? Hä? Weil sie dort für jede Gelegenheit einen Link findet. Entschuldigung. Das ist alles schon böse, ey. Bin so traurig in letzter so kriegst du, kommst du an die Truhe. Ein das ist doch bescheuert, ey. Vor allem, warum ist denn, was hat die andere rote Wand für einen Sinn? Ich glaube, dass du da den Metallblock hin tust, dass die Kugel da nicht runterfällt. Fällt. Achso. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber die Kugel ist fast runtergefallen. Ja. Eisgroßschwert, toll. Aber es war ein starkes Eisgroßschwert. Das fand ich schön. Das ist so mein schwächstes Schwert. Warum mag Garnendorf eigentlich da Internet nicht? Na, weil es da so viele... Das ist schon geil, das will ich eigentlich behalten. Das will ich eigentlich auch behalten. Ja, ich weiß, das Eisgroßschwert ist aber besser, finde ich, als das Feuergroßschwert. Mhm. Und macht, glaube ich, mehr Schaden sogar. Du denkst immer nur an das eine Kekse. Nein, das Wort mit Seite, Schokoladenkekse. Das Wort mit Seite? Eieiei. Das Wort mit S, Schokoladenkekse. Okay. Das ist schon wieder ein Witz für Feli. So, nach dem Saufen mit Schuhe aufwachen, Titel der gestiefelten Karte. Boah. Weil es da so viele Links gibt. Boah. Oh nein, was das ist der von Akto ist ja ganz schön traurig. Oh. Jetzt frisst du eigentlich meine Twix. Ja, wenn du das schon sagst. Dir ist auch schon bewusst, dass diese komische rote Wand da überhaupt keinen Effekt hat. Wie ich dir schon gesagt habe, musst du wahrscheinlich den Metallwürfel drauf tun. Dass die ja. Kugel nicht abrollt. Ja, das ist ja kacke. Nee, das machen wir ja nicht. Ja. So, gut. Moment, ich schmeiß jetzt welche Schmeiße weg. Ich glaube, vielleicht die Sora-Lanze. Ich hoffe, die Kinder werden niemals herausfinden, warum ich so häufig Ups sage, wenn ich in deren Zimmer Staub sauge. Oh. Uff, das ist ja traurig. 48 mit Angriffskraft plus 18. Hör, leck.
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich schmeiß dafür die Eislanze weg. Die ist zwar cool, aber die ist halt dagegen nichts. Hm. Ey! Ach, schön. Ich frage mich, auf was sich dieses Ey bezieht. Auf mein, oh, wir sind wieder bei Themen für Feli, nachdem ich Michis vorgelesen habe. Ah. Tja, noch mehr Single geht nicht. Was hast du denn? Merkt schon interessant. Ja, ich weiß nicht, wo meine Mutter die her hat. Noch mehr Single geht nicht, meinst du? Du heißt wirklich noch so. Und du hast doch keine Nachrichten bekommen. Nee, aber einer möchte mit mir zusammen sein. Oh. Also sie haben nicht gerade weiblich an der Name. Ich vermute, das wird Aktor sein. Crash Team Racing. Ach, schön. Akti hat gesagt, ich muss mich so nennen. Jetzt heiße ich S-Stern-Single, männlich. So bescheuert. Okay. So, das heißt, ich muss jetzt die hier alle wegtun, weil die im Weg liegen. Das ist richtig gewesen. Na ja, komm, das schaffst du auch noch. Hätte sie gerne einfach runtergetreten. So, tschüss. Ach so, weil du mich gefragt hast, was ich da immer mache bei den Aufnahmen. Das hier. Ja, ich weiß. Und alle denken immer, du masturbierst gerade. Ne, ich schlag nur meine Oberschenkel. Ja, so siehst du auch aus. Langweilig ist. Weil ich spiele mit meinen Lippen. Wow. Aber das war die jetzt an der Dauer. Flachwitze erzählt, wie ich mich auf deine Reaktion freue. XD. Ich freue mich schon sehr. Nein! Nimm den und schmeiß ihn da weg. Du kannst doch einfach über den Zaun gehen. Nein. Das ist so kompliziert. 2 Uhr. Ich habe mir in die Hosen geschissen und ich mochte was? Minus 15. Kannst du mir kurz was schreiben? Oh mein Gott. Ich versuche gerade deiner Schwiegermutter zu erklären, wie hat's funktioniert. WTF. Okay. Komm, du schaffst jetzt ein zweites Mal. Ja. Ah, das könnte. Okay, das ist daneben. Nee. Das passt perfekt. Ah. Und du meinst jetzt. Defokuro. Okay. Also ich fand den lustig. So, easy. Geschafft. Wieder ein Stein weniger. Bam. Also Junge, dein Schrein war okay. Ich habe schon bessere gehabt. Ja, Belohnungsscheine, ne? Hm. Dieser Moment, wenn du etwas zwischen den Zähnen hast und versuchst, es mit der Zunge wegzubekommen, aber irgendwie aussieht, als hättest du halbseitige Gesichtslähmung. Wie nennt man eine Schreine? Pancake. Hm. Kenn ich, so sehe ich auch immer aus. Jetzt zum Beispiel. Du siehst immer so aus, als hättest du so eine Gesichtslähmung. Mhm. Außer bei deinen Reactions. Mhm. Heute Abend gehe ich raus, habe gehört, bei diesem Sturm fliegt alle 11 Minuten eine Frau vorbei. Und Hans Chipperiel. Weiter habe ich letztens ein geiles Bit gefunden. Der war sogar echt gut. Wenn wir schon bei Winden sind. Oh, wo ist denn das? Da ist es. Ich meine, das stimmt sogar. Ich glaube, ich mache einen Flachwitzraum in meinem Discord, damit der auch mal lebt. Moment, wenn du hinten im Auto fuhrst und nach einer Weile deine Eltern synchron die Fenster runter machen. Alter. NWMHBNVH. Feli, könntest du das bitte ausschreiben? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ich glaube, sie ist auf der Tastatur eingeschlafen. Kurz.
Das kann sein. Oh, oder schlafen, hat dir Kopf auf den Kopf auf die Tastatur gehauen? Ein schlafendes Felinara. Gibt's was Süßeres? Ich glaube, die Witze, die können nicht flacher werden. Mhm. Ansonsten steigt die Temperatur der Hölle. Alter. Ich habe einfach meinen Kopf auf die Tastatur gelegt. Sag ich doch. Sie haut ihren Kopf auf die Tastatur oder sie schläft. Sie hat ihn gelegt. Nicht gehauen. Hauen oder legen ist fast das Gleiche. Also. Schwierige Kraftprobe, dann hauen wir doch mal alles raus. Schlafende Evoli sind süß. Für die Nara genauso. So. Wie nennt man einen defekten Bankautomaten? Scheinwerfer, Alter.